Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Damla Hekimolo. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Weil weitere Gaslieferungen aus Russland in Frage stehen, ist in Deutschland eine Verteilungsdebatte entbrannt. Maßgeblich ist bisher eine Notfallverordnung der EU. Sie räumt privaten Haushalten und Einrichtungen kritischer Infrastruktur Vorrang bei der Versorgung ein. Wirtschaftsminister Habeck verlangte heute, die Verordnung nachzuschärfen. Zumindest bei längeren Gasengpässen dürfe die Industrie nicht das Nachsehen haben, wegen der massiven Folgen für die gesamte Wirtschaft. Deutschlands größter Gasspeicher im niedersächsischen Rheden ist aktuell ein Sorgenkind der Bundesnetzagentur. Der Füllstand liegt momentan nur bei etwas über einem Viertel. Da es unter Umständen zu monatelangen Gasengpässen kommen könnte, nimmt der Bundeswirtschaftsminister auch die Bevölkerung in die Pflicht. Niemand soll frieren, aber dass private Haushalte auch ihren Anteil leisten und dass eine dauerhafte oder langfristige Unterbrechung von industrieller Produktion massive Folgen auch für die Gesamtwirtschaft hat, für die Menschen im Land, für die Versorgungssituation. Das, denke ich, ist inzwischen auch erkannt. Eine Bevorzugung der privaten Verbraucher könne im Endeffekt kontraproduktiv sein, warnt auch der Präsident des Verbands der chemischen Industrie. Die Sicherung der Arbeitsplätze und damit das Einkommen für die Familien ist sehr wichtig. Was nützt es, wenn die Haushalte weiter Gas bekämen, es aber nicht mehr bezahlen könnten? Kritik an dieser Äußerung kommt von den Sozialverbänden. Es bringt ja auch nichts, wenn die Industrie weiter arbeiten kann, aber die Menschen eben frieren und pflegebedürftige alte Menschen, Kinder zu Hause in den Wohnungen irgendwie im Kalten sitzen. Deswegen ist das Wichtigste wirklich die Versorgung zu sichern, damit die Menschen weiterhin in warmen Wohnungen leben können. Die Regierung überlegt, die Industrie mit einem Auktionsmodell zu belohnen. Bedeutet, Unternehmen bekommen finanzielle Anreize, um Gas zu sparen. Ich finde es richtig, dass wir über alle sinnvollen Vorschläge diskutieren. Und wir brauchen einerseits, dass die Menschen nicht von den Energiekosten überfordert werden und müssen auf der anderen Seite auch mit der Industrie reden, weil ja auch klar ist, dass es nichts bringt, wenn die ihren Betrieb einstellen. Deutschland soll sich nach dem Willen von Innenministerin Faeser effektiver vor Angriffen aus dem Netz schützen. Zunehmend würden sensible Bereiche bedroht, die entscheidend seien für das Funktionieren von Staat und Gesellschaft, so die SPD-Politikerin. Deshalb sollten nun die Verantwortlichkeiten für Cybersicherheit und Gefahrenabwehr stärker beim Bund gebündelt werden. Weil bisher die Länder zuständig sind, muss dafür das Grundgesetz geändert werden. Es waren tausende Windkraftanlagen im Norden, die plötzlich ein Problem hatten, kurz nach dem Angriff auf die Ukraine. Das Satellitensystem, über das die Anlagen gesteuert werden, war das eigentliche Ziel des vermuteten Hackerangriffs. Der Schaden überschaubar. Dennoch, der Krieg für die Bundesinnenministerin ein zusätzlicher Grund, ein umfangreiches Arbeitsprogramm zur Cybersicherheit aufzustellen. Die Zeitenwende, die wir erleben, erfordert eine strategische Neuaufstellung und deutliche Investitionen in die Cybersicherheit. Das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, soll die zentrale Verantwortung bekommen. Nicht nur wie bisher den Bundesländern Amtshilfe leisten. Doch wie weit darf der Staat bei der Abwehr von Cyberangriffen gehen? Einen aggressiven Gegenschlag dürfe es nicht geben, sagt die Innenministerin. Gleichzeitig spricht sie davon, dass in schweren Fällen Server von Angreifern abgeschaltet werden sollen. Kritik von IT-Experten an der Realität vorbei. Die Angreifer sind natürlich längst nicht mehr so risikobereit, dass sie sich ihren Angriff durch das Abschalten eines einzelnen Servers vermiesen lassen würden. Über ihre konkreten Pläne dürfte also noch viel diskutiert werden. Dass sich Deutschland besser gegen Cyberangriffe rüsten muss, das ist Konsens. Der Krieg in der Ukraine verschärft die Nahrungsmittelversorgung in den Krisengebieten dieser Welt. Von einem Brandbeschleuniger sprach heute die Welthungerhilfe bei der Vorlage ihres Jahresberichts. Denn die Ukraine und Russland zählen zu den großen Getreidelieferanten. Weltweit sind den Angaben zufolge mehr als 800 Millionen Menschen chronisch unterernährt. Die Experten kritisierten auch bestehende Abhängigkeiten. Ärmere Länder müssten wieder selbst mehr Getreide anbauen.
Der Streit um internationale Hilfslieferungen in den Nordwesten Syriens ist beigelegt. Der UN-Sicherheitsrat stimmte mehrheitlich dem Kompromiss zu, die Hilfen um ein halbes Jahr zu verlängern. Damit setzte sich Russland weitgehend mit seiner Position durch. Die UN könne nun vorerst weiter Lebensmittel und Medikamente über den einzigen Grenzübergang, der nicht von Staatschef Assad kontrolliert wird, in die syrische Rebellenhochburg Idlib bringen. Dort leben 4 Millionen Menschen. Israel hat kurz vor der ersten Nahostreise von US-Präsident Biden eine Reihe von Erleichterungen für Palästinenser angekündigt. Dazu gehört, dass mehrere tausend Menschen aus dem Westjordanland und dem Gazastreifen gültige Papiere und neue Arbeitsgenehmigungen bekommen sollen. Biden wird morgen zu seinem ersten Besuch als US-Präsident in Israel erwartet. Dort sind Gespräche mit Ministerpräsident Lapid, Präsident Herzog und Oppositionsführer Netanyahu geplant. Auch ein Treffen mit Palästinenserpräsident Abbas im Westjordanland ist vorgesehen. Die US-Raumfahrtagentur NASA hat erste Aufnahmen veröffentlicht, die das James-Webb-Weltraumteleskop gemacht hat. Sie zeigen in bislang nie dagewesenem Detailreichtum Teile unseres Universums. Einige der Lichtstrahlen, die von dem Teleskop eingefangen wurden, waren 13 Milliarden Jahre durchs All unterwegs. Forscher erhoffen sich von den Daten neue Einblicke in die Frühzeit des Kosmos. 24 Jahre hat Mark McCorian auf diesen Tag hingearbeitet. Jetzt ist er nervös kurz vor der Präsentation. Es geht um nichts Geringeres als um die Frage, wie ist unser Universum entstanden? Wir werden Bilder sehen aus der Zeit kurz nach dem Urknall. Diese Objekte sind so weit von uns entfernt. Das Licht hat so lange gebraucht, bis es bei uns war. Wir schauen zurück in die Zeit der Geburt unseres Universums. Was McCorian dann in der weltweiten Übertragung zeigt, ist spektakulär. Stefans Quintett. Ein Mosaikbild aus 5 Galaxien, einige Milliarden Jahre alt. Oder der Carina-Nebel. Ein sogenannter Sternenkindergarten voller neugeborener Sterne. Und auch das Gegenteil, der südliche Ringnebel, entstanden durch verlöschende Sterne. Noch nie konnten Forscher so weit und so klar in die Vergangenheit zurückschauen wie mit dem 10 Milliarden Euro teuren James-Webb-Teleskop, ein Gemeinschaftsprojekt der NASA, der Europäer und der Kanadier. Die heutigen Bilder sind erst der Anfang. Ich kann noch nicht sagen, was uns erwartet. Vielleicht an Weihnachten oder nächstes Jahr. Wir haben hier eine völlig neue Maschine, die uns weiter blicken lässt als jemals zuvor. 20 Jahre lang soll Webb jetzt solche Bilder aus dem All schicken. Neben dem Blick in die Vergangenheit erhoffen sich die Forscher durch die Infrarotbilder auch Erkenntnisse über Lebensbedingungen auf anderen Planeten. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Deutschlands Fußballerinnen haben sich bei der Europameisterschaft in England vorzeitig den Einzug ins Viertelfinale gesichert. Das Team von Trainerin Vos Tecklenburg schlug am Abend Spanien mit 2:0. Und nun noch die Wetteraussichten. Morgen im Süden sonnig und heiß, sonst Sonne und Wolken im Wechsel, dabei örtlich kurze Schauer im Norden. Höchstwerte 20 bis 34 Grad. Die Tagesschau meldet sich wieder gegen 1:55 Uhr. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Nacht.